Hallo und herzlich willkommen zurück bei Game Dev Tycoon. Ja, wir haben es ja jetzt geschafft mit unserem Spiel Fantasy Wars. Haben wir über 1 Million eingenommen und haben jetzt die Möglichkeit, uns ein neues Büro zu holen um 150.000. Das heißt, wir kommen endlich aus unserer Garage raus. Dann zahlen wir das natürlich sehr gerne für den Umzug. Und man sieht ja gleich kein Vergleich zu unserer Garage, groß, geräumig, viele Fenster, Licht durchflutet. So, da kommt auch gleich der Willkommensbildschirm. Willkommen in deinem neuen Büro. Jetzt, wo du ein größeres Büro hast, kannst du Mitarbeiter einstellen, um ein Weltklasse-Entwicklerteam zu bilden, mit dem du noch bessere Spiele produzieren kannst. Das ist natürlich unser Ziel. Eben, dass wir nicht nur alleine jetzt programmieren, sondern uns ein gutes Team aufbauen, mit denen wir zusammen dann noch bessere Spiele entwickeln können. Tutorial ist aktiviert, erklärt uns auch nochmal, wie das funktioniert und was man machen kann. Man kann eben neue Mitarbeiter trainieren, um die Fähigkeiten zu verbessern, sie auf Kurse schicken, beziehungsweise im Managementkurs muss man machen, damit man überhaupt Mitarbeiter einstellen kann. Man wird uns auch nochmal erklärt, wir sollen auf den Charakter klicken. Und dann können wir das Training machen. Da haben wir eben Mitarbeiterverwaltung. Kostet uns keine Forschungspunkte, nur Geld. Das machen wir auch. Im Hintergrund wird unser Spiel noch weiter verkauft. Ah ja, der Game Link ist mittlerweile auch veröffentlicht worden. Wäre ja eigentlich auch, wenn die Lizenz nicht zu teuer ist, auch ein Gerät, wo ich sage, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir dafür dann auch Spiele programmieren. So, wie schaut's denn aus? Fantasy, was man sieht auch. Es gibt ja die Rangliste und da ist unser Spiel auf Platz 1. Also es ist aktuell wirklich das Spiel, was jeder kauft, was jeder haben will. Neue Nachrichten. Unsere Marktanalysen zufolge ist das vor kurzem veröffentlichte Spiel Fantasy Wars ein Überraschungserfolg bei den Spielern. Der Entwickler Delfino Games ist ziemlich neu in der Spielebranche, trotzdem erwarten wir gespannt, was er als nächstes entwickeln wird. Das heißt, wir haben ja jetzt quasi einen Kracher gelandet. Jetzt erwarten die natürlich schon auch auf die nächsten Spiele und erwarten sich natürlich auch schon ein gewisses Level von uns. Sage ich mal, auch wenn es jetzt spieltechnisch nicht ganz so ist. Das dann gleich wieder, aber es ist doch so, wir haben jetzt 2600 Fans, weil wir eben gute Spiele haben und wenn man schlechte produziert, dann kann es auch passieren, dass man relativ wieder Fans verliert. Okay. Jetzt muss ich noch abwarten, bis mein Management-Training fertig ist, bis man das erfolgreich absolviert hat. Und wir können jetzt beginnen, Mitarbeiter einzustellen. Dann machen wir das doch. Genau, wir müssen jetzt eine Stellenanzeige ausschreiben und dafür ein Budget festlegen. Dann steht da eben auch noch ein hohes Budget festlegen. Erhöht das die Zahl der Bewerber? Und man kriegt auch bessere Bewerber, also mit dem besten Gleichgewicht an Design und Technologiefähigkeiten. Ansonsten kann es natürlich auch passieren, dass du quasi Leute kriegst, die können designen, sind sie super toll, aber Technologiefähigkeiten kannst du googeln oder umgekehrt. Technologiemäßig. Die besten Programmierer können den Code blind im Schlaf schreiben, aber wenn es um Design geht, haben sie überhaupt nichts drauf und gut sind immer Mitarbeiter, finde ich halt, die beides halbwegs können, weil man die dann viel flexibler einsetzen kann, speziell am Anfang, wenn man noch nicht so viele Leute hat.
Ja, okay, mein Kater ist gerade wieder durchs Bild gesprungen. Könnt ihr leider jetzt nicht sehen. Aber jetzt. Eben, da haben wir jetzt eben Demo-Film. Das heißt, da wird man unseren Designer suchen. Komplexe Algorithmen, das wäre eher einer auf Technik und Demo-Spiel. Das wäre quasi jemand, eben der liefert schon eine Demo ab und kann beides. Und wir wären, wie viel investieren wir? Ich will jetzt nicht größenwahnsinnig werden, aber ich sag mal 200.000. Wir haben 2,1 Millionen, 200.000. Das können wir auf jeden Fall machen. Forschung haben wir 24. Können wir da irgendwas forschen? Open World, Level Editor. Na, wobei, ich möchte vielleicht einmal schauen bei den Themen. Wirtschaft? Ja, warum nicht? Könnte man Wirtschafts- wobei Simulation oder so machen. Ah, und in den Nachrichten steht das jetzt auch schon, dass wir umgezogen sind in ein Büro, in Technologiepark und neue Mitarbeiter suchen. Dann schreiben sie auch nochmal, das Unternehmen, welches für Spiele wie Fantasy Wars und Doppeldecker bekannt ist, hat bisher angeblich in einer Garage gearbeitet. Aber eben da, das Ganze hier spielt ja wirklich noch in der guten alten Zeit. Oder wirklich quasi als ganz kleiner Anfangs und dich richtig hocharbeiten kannst als Spieleentwickler. Ja, und dann steht da auch, einer der vielen Fans von Fantasy Wars sagte dazu: Ich kann gar nicht glauben, dass sie bis jetzt nicht mal ein richtiges Büro hatten, um diese Spiele von einer einzigen Person gemacht wurden. Ich freue mich schon sehr auf ihre zukünftigen Spiele. Da sieht man, die Leute können das gar nicht glauben, dass wir das alleine in unserer Mini-Garage gemacht haben. So. Stellenausschreibung ist jetzt durch. Dann können wir uns die Kandidaten anschauen, die wir jetzt haben. Eben da haben wir einmal den Patrick Olsen. Design hat er 124, Technologie 75, Geschwindigkeit 224 und Forschung 167. Verlangt 10.000 pro Monat. Dann haben wir hier den Jordan Morton. Schon Level 2, also schon ein bisschen besserer und erfahrener Programmierer. Hat Design 152, Technologie 247. Ist dafür nicht ganz so schnell wie der andere. 182 und Forschung 151 ist okay. Und verlangt 22.000. Und dann haben wir noch einen, den Isaiah Young. Der ist Design 84 jetzt nicht so der Kracher, Technologie 115. Allerdings, er ist sehr schnell, 337. Und ist auch ein guter Forscher. Das heißt, den kann man dann auch für die Forschung und so, wenn man neue De Sachen erforschen wollen, kann der das eben auch recht gut machen. Das heißt, jetzt die Frage, wollen wir nicht ganz einen vielleicht noch nicht ganz so gut ausgebildeten, aber schnellen Mitarbeiter haben? Oder wollen wir lieber jemanden haben, der eben schon bessere Werte hat, eben guter Technologe ist und dafür aber langsamer arbeitet, aber auch mehr Geld kostet? Und ich sag mal, ich hol mir den. Ich meine, Schnelligkeit ist gut, andererseits langsamer oder für genauer arbeiten ist mir eigentlich fast lieber. Dann nehmen wir da den Jordan Morton und engagieren den. Dann werden wir nochmal beglückwünscht, dass wir den jetzt quasi eingestellt haben und alle neuen Mitarbeiter brauchen noch ein Einführungstraining oder Willkommenstraining, wie es heißt.
machen wir natürlich gleich. Ah ja, wir haben jetzt auch, wenn wir jetzt einen ersten Mitarbeiter haben, können wir jetzt auch schon mittlere Spiele programmieren. Bis jetzt haben wir nur kleine Spiele gemacht. Und man sieht hier auch den Ball links neben ihm, den Balken. Wenn der voll ist, dann ist er quasi, dann hat er volle Energie, ist voll motiviert, kann gut arbeiten. Ist der Balken weiter unten, dann hat er entweder noch kein Willkommenstraining oder er ist urlaubsreif und dann müsste man die Mitarbeiter auf Urlaub schicken, damit sie sich wiederholen können. Fantasy Wars ist jetzt vom Markt genommen worden. Wir haben 337.000 Stück circa verkauft und 2,3 Millionen verdient damit. Also das ist richtig fette Kohle. Genau, wir entwickeln ja noch, wir machen da so. Okay, wir könnten jetzt eigentlich dann ein neues Spiel machen, beziehungsweise steht regelmäßig trainieren. Und dann kann man eben die Fähigkeiten verbessern. Und man kann eben dann auch schauen, wie gesagt, wir haben ja derzeit, kann man aus Büchern lernen. Und da gibt es halt, die kosten 5 Forschungspunkte. Und da können wir jetzt eben machen, Juwelen der Spielentwicklung, lass mich nachdenken, Spieledesign für Piraten, wiederhole dich, unfertiger Code. Da gäbe es so verschiedene Bücher. Aber eigentlich wollte ich nachschauen in der Forschung, ob es vielleicht irgendwas Neues gibt. Und da hätte man ein neues Thema, Jagd. Jagd, braucht man das? Jagd, nee, aber Sci-Fi könnte man auf jeden Fall forschen. Kann er was machen? Er könnte sich eigentlich auch schon beteiligen. Oder ja. Achso, wir haben nicht genug Forschungspunkte. Ah, dann könnte ich aber. Also na, er ist ja noch in der Einarbeitungsphase. Urlaub braucht er eh noch nicht. Man sieht ja, wie der Balken gerade in die Höhe geht. Das heißt, wir werden jetzt ein neues Spiel machen. Schauen wir mal zuerst beim Thema Sci-Fi. Machen wir ein Action-Spiel? Ja, wieso eigentlich nicht? Haben wir schon andere Simulationen? Könnten Action gut funktionieren? Gut, wir haben Master V, wir haben den Test, da haben aber jeweils noch nichts programmiert. Gamelink hat einen hohen Marktanteil. Ah, Actionspiel. 50.000, die Lizenz sowieso eigentlich nicht. Wir haben 2 Millionen. Und wie nehmen wir das Spiel? Gute Frage. Genre. Achso, Sci-Fi, was haben wir gesagt? Wir wollten ein Action-Spiel machen. Ich meine, wir können eben zur Zukunft spielen. Wie nennen wir es? Irgend so eins. Wieso nicht? Nehmen wir es Mars Fighter. Ich glaube, das schreibt man so. Falls es falsch ist, bitte korrigiert mich. Ah, da habe ich natürlich noch was vergessen. Wir brauchen ja unsere Engine. Da könnte man vielleicht auch mal schauen, ob wir da nicht schon bessere zusammenbasteln können. Dann 2D.
So, Actionspiel. Engine ist wichtig, Gameplay ist wichtig, Story, Quest. Braucht man das bei einem Actionspiel? Nicht, eigentlich nicht wirklich. Speichern, ja, Tutorial. Fürs Gameplay, ja gut, warum nicht? Erzählung braucht man nicht, keine. Dann schauen wir mal. Dialoge braucht man nicht so. Künstliche Intelligenz haben wir schon gelernt, ist wichtig. Level Design können wir eigentlich. Level, na, wobei Actionspiel, vielleicht Level Design. Ja, gehen wir es ein bisschen höher. Wir können ja auch wieder Marketing machen. Aber ich werde am Anfang bei den Zeitschriften bleiben, auch wenn wir jetzt gefühlsmäßig gutes Geld haben, will ich trotzdem nicht gleich am Anfang was riskieren und das ganze Geld wieder rauswerfen. Spielweltdesign, wissen wir mittlerweile schon, ist bei einem Actionspiel. Also nicht, dass es ganz unwichtig ist, aber es ist jetzt auch nicht so. Also weniger wichtig, das heißt, wenn man es so einstellt, Grafik, sag ich mal, ist sehr wichtig. Sound ist auch wichtig, jetzt nicht super wichtig, aber doch wichtig, also das können wir so lassen. Mono Sound, ja, das kann man eigentlich auch lassen. Ah, Vena hat jetzt auch neue Branchen, also eine Neuigkeit. Sie werden jetzt auch ein Handheld rausbringen, die Master Wii Konsole. Oder quasi eine tragbare Master Wii Konsole, die eben jetzt Konkurrenz zum Game Link sein soll. Hat auch, also soweit kann ich schon sagen, eben es hat ein Farbdisplay. Und eben halt die Technik vom Game, also vom Master Wii, von der Konsole, für die wir auch Spiele programmieren könnten. Aber schauen wir mal, ob wir für die dann auch was machen. Packs haben wir einige drinnen. Das merkt man einfach, wenn man bessere Spiele machen kann. Schauen wir mal, geht da noch was? Ah, jetzt haben wir noch einen Pack. Hey. So. 2 neue Rekorde. Das ist gut bei Design und Technik. Jeweils 22 Punkte. Also ich habe schon bei Videos, teilweise sagen andere Let's Player, es wäre immer gut, wenn man möglichst ausgeglichen ein Spiel entwickelt. Also vom Sammeln der Punkte. Das ist, von dem her würde man eigentlich recht gut liegen. Ob es wirklich so ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber wir sind im Level aufgestiegen. Und wir haben auch beim Sound ein neues Level erreicht. Das heißt, es wird dann auch wieder neue Forschungen geben. Und ansonsten haben wir auch ganz gut Punkte gemacht. So, wir haben 23 Punkte. Schauen wir mal, ob wir halbwegs anknüpfen können. Vom Anspruch her. Naja, 7, 7. Wieder eine 7, nette Erfahrung, unterhaltsam. Wunderschön. Ah, im Schnitt haben wir eine 7 bekommen. Wird jetzt nicht der neue Nummer 1 Hit, aber ich sag mal, für Act für unser ist trotzdem ganz passabel, denke ich. So, dann wirst du uns einen Spielebericht schreiben. Und was könnten wir machen? Wir könnten eine Forschung machen. Was haben wir denn noch? Open World, Level Editor, bessere Benutzererfahrung, Casual Spiele, das wäre halt gut für den Game Link selber. Oder wir schauen, ob es da neue
Sachen gibt. Stadt gibt's, Comedy, Dungeon, Jagd. Was mir abgeht persönlich ist irgendwie, dass wir noch keinen Sport haben. Ich würde gerne mal ein Sportspiel machen. Aber ich sag mal, wir holen uns in Open World. Ja, holen wir uns mal Open World. Und da sieht man Spielbericht, der schreibt den in 0,nix. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Mars Fighter ist abgeschlossen. Okay, viel haben wir jetzt nicht dabei herausgefunden. Sci-Fi und Action ist eine großartige Kombination. Level Design scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Okay. Ja, ich sehe gerade von der Zeit her, wir liegen jetzt so bei 20 Minuten. Wäre es eigentlich Zeit wieder für eine Aufnahmepause? Werde ich auch machen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Game Dev Tycoon. Tschüss!